Hallo liebe YouTuber, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch eine Buchsbaumhecke selber ziehen könnt. Diese Hecke ist relativ teuer, man nennt sie nicht auch umsonst Millionärshecke und ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Hecke für umsonst haben könnt. Um eine Hecke aus einem Buchsbaum zu ziehen, braucht ihr als erstes einen Ablegerstecklink. Diesen schneidet ihr euch. Nun wird der Steckling am Ende ein wenig angespitzt, damit er hier gut wurzeln kann. Nun kommt der Steckling in die gut aufgelockerte Erde. Wir stecken ihn ca. 10 cm tief rein, damit er gut wurzeln kann. Ich habe hier auch schon weitere gesteckt. Und das Ganze gieße ich jetzt noch an. Ja. Dieses Verfahren funktioniert wunderbar im Herbst oder auch im Frühjahr, wenn es noch schön feucht ist. Im Sommer, wenn man das vorhat, ist es schwierig. Es ist möglich, das im Schatten zu machen. Aber dann muss man halt immer regelmäßig gießen. Und jetzt werde ich einfach bis zum Frühjahr warten. Und dann werde ich sehen, wie sich dieser Steckling entwickelt hat. Mittlerweile ist es März. Ist nun ein paar Monate her, ich hatte den Steckling im Oktober gesteckt und jetzt möchte ich nachschauen, wie er sich entwickelt hat. Wenn ich dran ziehe, dann merke ich auch schon eine gewisse Festigkeit. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass er gewurzelt hat. So. Und siehe da, der Steckling hat Wurzeln bekommen. Ja, je nachdem, wie warm der Boden ist, wenn man das im März zum Beispiel einpflanzt, dann dauert es ca. 8 bis 10 Wochen, bis der Steckling gewurzelt hat. Jetzt über den Winter hat es ein wenig länger gedauert, aber ich habe jetzt den Vorteil, dass die Stecklinge bereits im Frühjahr wachsen können und somit habe ich einen Vorsprung, als wenn ich jetzt erst im Frühjahr angefangen hätte. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Mac Peverick.